Servus Freunde, einmal mehr, der sah. Und ich habe ja vorgestern mal wieder ein Video hochgeladen und hatte dann direkt 5 Abos innerhalb der 2 Tage. Da dachte ich mir so, wenn es so geil läuft, kann man ja weitermachen. Ja, und dieser Zitronentee dürfte eigentlich jedem ein Begriff sein. Ich war mal bei einer Familie, da war das Kind halt irgendwie aufgedreht, wollte nicht schlafen und so weiter. Dann hat die, ja, nicht Mutter, die Aufsichtsperson hat dann gesagt, oh, das Kind ist so unmöglich. Also das will einfach nicht schlafen. Also ist so wild und aufgedreht, es will nicht schlafen und ist immer noch fit und es ist doch schon so spät. Bis ich dann der Frau mal verklickert habe, dass da Schwarztee drin ist. In diesem Zeug hier und das Kind den ganzen Abend Krüger Family Zitrone Teegetränk trinkt. Ist natürlich nicht so gut, weil Koffein macht wach. Und meine Freundin hat vor kurzem mal selbst Eistee gemacht. Da hat sie auch einfach, ich weiß gar nicht, hat sie Earl Grey genommen oder normalen Schwarztee. Und Zitronensaft hat sie genommen. Und es hat wirklich fast 1:1 wie das hier geschmeckt. Und das wollte ich jetzt einfach mal wieder probieren, ne? Bin mal sehr gespannt drauf. Habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. Ist natürlich auch nicht sonderlich gesund. Es besteht wahrscheinlich zu 80% aus. No. Es besteht zu 94,7% aus Kohlenhydraten und zu 93,9% aus Zucker. So, das ist der Grund, warum ich es nicht mehr so oft habe. Aber es schmeckt natürlich grandios. Früher als Kinder haben wir manchmal sogar dieses Granulat so gegessen. Die Dinger sind noch genauso nervig wie damals. Jetzt muss man das nämlich hier so wegfummeln. Und ja, Nahaufnahme. Total Kindheitsfeeling, wenn man daran riecht. Es hat so einen ganz bestimmten eigenen Geruch. Ja, mir war das gar nicht so wirklich klar, aber da eben meine Freundin vor kurzem selbst Eistee gemacht hat und es genauso geschmeckt hat, wurde mir irgendwie bewusst, dieser Eigengeruch von dem Zeug, das muss wirklich irgendwie von einem Schwarztee kommen. Ne? Das ist einfach Schwarzteearoma. Jetzt haben wir hier Zuckerdextrose, also Traubenzuckersäuerungsmittel, muss natürlich rein. Das müsste man in einer echten Zitronensaft verwenden. Schwarzteeextrakt, kalt, wasserlöslich. 1,28%. Hört sich jetzt nicht viel an, aber das ist ja wirklich nur der lösliche Bestandteil vom Schwarztee. Ne? Also nicht. Die Teeblätter bestehen ja zu großen Teilen auch aus Ballaststoffen und so weiter. Im Prinzip besteht ein Teeblatt aus dem gleichen wie ein Taschentuch. Nämlich aus, wie nennt man das? Zellulose, ja. Vitamin C, Zitronenfruchtpulver. Ah, es ist doch was drin. Zitronenfruchtpulver. Und es besteht aus Maltodextrin. Also, das ist eigentlich ein Schaumbildner oder ein Stabilisator. Eiweiß 0 Gramm, Salz 0,17 Gramm. Aha. Gut, jetzt werde ich das hier mit Wasser verheiraten. Wahrscheinlich habe ich jetzt viel zu viel Granulat reingetan. Ah, übrigens, es sprudelt. Kommt wohl von der Luft, die da noch zwischendrin eingelagert ist. Und jetzt wird es rumgerührt. Ja, ist bestimmt viel zu viel. Aber ich weiß noch, als Kind konnte es fast nie genug sein. Aber ich war damals auch ein ziemlich zuckersüchtiger Tornado. Naja, trinken wir es mal so. Sieht aus wie ein verwässerter Cappuccino.
Und riecht wie der zitronige Himmel. Oh, es war auf jeden Fall genug Pulver. Ziemlich sauer ist es, ja. Mittlerweile kann ich aus Erfahrung sagen, das ist eigentlich purer Schwarztee, ne? Also da ist schon Koffein drin. Da ich ja vor kurzem selbstgemachten Eistee getrunken habe und der bestand nur aus Schwarztee und Zitronensaft und der Geschmack war dasselbe, schätze ich mal, dass da ziemlich viel Schwarztee drin ist. Also es schmeckt gut wie eh und je, aber man muss ein bisschen aufpassen wegen dem Koffein bei Kindern. Hier oder hier weitere Videos von mir. Und da gab es doch früher auch noch dieses Waldbeerzeugs, das gab es immer bei meiner Oma. Macht halt noch weniger Arbeit als ein Teebeutel. Und dann gab es noch später Apfel, aber das war nicht so gut, glaube ich. Ciao, Leute.